Populismus müssen wir aufpassen, ob er eintritt. Angekündigt wird ja viel, aber realisiert wird dann wenig. Und wenn man sieht, die ersten Rückzieher, die Trump jetzt macht, werden noch einige folgen. Und daher gibt es ja die berühmte Geschichte vor der Wahl und nach der Wahl. Und das wird dort auch eintreten. Das heißt, ich glaube nicht, was die Wirtschaft will, sind klare Zahlen, Daten und Fakten und Verlässlichkeit und keinen Populismus, der dann das nicht hält, was er versprochen hat. Und das ist die Aufgabe, die auch ein Finanzminister hat, Verlässlichkeit herzustellen. Und Vertrauen, habe ich in meiner Budgetrede gesagt, ist die bedeutendste Währung. Und die haben noch kein Populist, hat jemals Vertrauen hergestellt.